grüß euch. Das kennt ihr vielleicht eh noch vom letzten Jahr. Wir haben da eine Sonnenwendenfeier gehabt. Und dieses Jahr haben wir wieder Sonnenwendenfeier. Und wir werden einmal schauen, wie es diesmal abbrennt. Mit dem Illegalen und mit dem Herrn Manzenbacher. Ich bin gerade da an einem schönen Tag durch den Wald spazieren. Und ich werde mir dann auch dorthin begeben zu der Sonnenwendenfeier. Ja, damals ist es recht drunter und drüber gegangen. Der Illegale ist dann davon gerannt und keiner weiß, wo er hingekommen ist. Und ja, vielleicht sehen wir den Herrn gar nicht. Das weiß man nicht. Und ja, schauen wir mal. Der Manzenbacher, von dem habe ich auch nichts mehr gehört, wie damals das da drunter und drüber gegangen ist. Aber werden wir alles noch rausfinden. Naja, dann schauen wir da mal. Was ist denn da los? Hallo, ist da wer? Komisch, komisches Geräusch. Irgendeiner schreit da mal an. Sag mal, was ist denn da? Da schreit doch einer, das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Ich glaube, da drüben ist er. Ich habe ja einiges Viech. Ja, was ist denn das? Sind Sie das, Herr Illegaler? Was tanzen Sie da? Faulenzen. Das gibt's doch nicht. Sind Sie da die ganze Zeit gelegen? Ja. Seit einem Jahr. Wie ist der Fangren sind da? Ja. Wie ihn der Manzenbacher da verjagt hat. Ja. Unglaublich. Ja, haben Sie da was gegessen oder gesoffen? Man, Sie haben da rundum nichts, nur Wasser. Meine Wasser haben Sie eh, man sieht mehr. Fleisch. Und was ist der Plan? Ist das Ihre Höhle? Haben Sie da unter den kleinen Baum da geschlafen, oder wie? Ja. Unglaublich, das gibt's doch nicht. Habe ich ja gesagt, oder? Sie haben sehr schön da, oder? Wasser. Habe ich ja gesagt. Ja, haben Sie irgendein Problem? Warum haben Sie erst geschrien? Fußweh. Sie haben Fußweh. Warum gehen Sie da nicht da zurück in die Zivilisation? Kann nicht gehen. Kappeln. Ich kann nicht gehen. Sie sind mir der Richtige. Ja, stehen Sie auf, das gibt's doch nicht. Sie können da nicht da liegen bleiben. Was haben Sie denn jetzt vor? Weitersuchen. Wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Ja, wieder mal hingehen und saufen. Ja, Sonnenwendenfeier haben wir wieder. Das ist genau, vor einem Jahr ist das gewesen. Ja, genau, heute in einem Jahr. Der Illegaler, was haben Sie jetzt vor? Jetzt trinke ich mir Wasser. Ah, jetzt trinken Sie Wasser. Dass Sie wieder mal zu Ihren Kräften kommen. Ja, hoffentlich tun Sie sich da nicht weh, nicht, dass Sie wieder irgendwo mal anlegen. Kann man das eh trinken? Ja. Sind Sie sich da sicher? Haben Sie da das gemacht oder so? Immer. Nicht, dass da jetzt die Bollen besser kriegen oder irgend sowas. Nein, sowas trinke ich nicht. So, wo geht's jetzt lang? Ja, Sie müssen jetzt da in die Richtung, in die Richtung da müssen Sie rennen, Herr Illegaler. Und dann können wir uns jetzt am Fest irgendwann einmal. Irgendwann einmal. Ja, ich hoffe halt. Die Richtung. Ja, in die Richtung, ja, Herr Illegaler, was tun Sie denn? Wo rennen Sie denn jetzt hin? Ich hab gesagt, da rechts um mich und nicht da. Sie verrennen sich ja wieder, das gibt's doch nicht. Der Mann. Unglaublich, der Illegale. Jetzt rennt er auf das Festl. Jetzt habe ich ihm im Weg schon gesagt, wo er hingehen soll. Und der rennt da in die Richtung. Ja, hoffentlich kommt er heute noch an. Aber wir werden sehen. Tja, ich bin jetzt durch den Wald gerannt und habe gesucht, den Illegalen. Aber einfach keine Chance. Der Mann ist verschwunden. Das gibt es einfach nicht. Bin ich aber noch angerannt. Unvorstellbar. Ich habe mich von selber fast verrennt. Aber naja. Ja, verdammt. Jetzt sind wir da. Schaut cool aus. Coole Hitten. Schaut euch das an. Wieder einen schönen Teich. Da gehen wir uns hier mal ein Wasser holen. Schauen wir uns die Sache mal an da unten. Wunderschön. Holzhitten. Mit einem Teich. Schönes Wasser. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen zum Trinken. Ja, der Illegale. Jetzt bin ich den ganzen Wald durchgerannt, hab sie gesucht, ich hab ihnen gesagt, sie müssen in die andere Richtung rennen. Was tun sie? Sie rennen nur weiter rein in den Wald. Was zum Essen? Ja, sie brauchen was zum Essen, ich hab ihnen gesagt, da war es gleich rausgegangen aus dem Wald, aber sie rennen nur weiter rein. Wollen sie Schwamm abfressen oder was? Nein, ich
Ja, was haben Sie da eigentlich jetzt vor? Man, die Hütte ist sicher zugesperrt, Sie können da nicht einfach rein, oder? Das ist doch wurscht. Was ist dort? Ist da ein Waschbecken oder was? Frisches Wasser. Ja, Herr Illegaler, was tun Sie da? Ja, schauen. Ja, glauben Sie, dass da was zum Essen kriegen da rein oder ja. Was? Hey, komm! Leck mich doch am Arsch! Ja, illegal, so einfach ist es sicher nicht, man. Überall ist zugesperrt, da braucht man überall einen Schlüssel normalerweise. Aber sie glauben, da ist die offen und sie können dann einfach einige und sagen: Hallo, ich bin da und krieg was zum Fressen oder was? Und? Wie ist der Zug? Ja, wo ist der? Weiß ich nicht. Da werden sicher dann ein paar. Marco! Was tun Sie da, Alter? Waren Sie da schon öfters? Hey, Illegale, waren Sie da schon öfters? Geben Sie es zu. Weil so schnell, wie Sie den Schlüssel jetzt gefunden haben, das ist unglaublich. Sie haben sogar ein Waschbecken montiert, oder? Was tun Sie da? Zehn putzen, oder was? Alles Mögliche. Ah, ey. Also sind Sie nicht nur da auf den Anfleck da oben liegen, ja, beim Wasser. Also, man, das nee. Wissen wir, wo Sie da Ihre Zeit verbracht haben. Ich schaue ab und zu, wie mein Schlüssel da jetzt im Hit ist. Ach so, wer? Deswegen. Wer, was? Wie meinen Sie das jetzt? Ja, ein paar Leute kommen. Dann weiß ich, wo der Schlüssel jetzt einmal hinhängen kann. Ach so. Deswegen weiß ich, wo der Schlüssel ist. Okay, ja, dann schauen wir mal. Hey. Oh, so. Da ist es aber gescheit warm, Herr Wendt. Ah, Wahnsinn, das ist ja eine richtige Fischerhütte. Ah, mit Boot, Kescher. Und ist eh klar, das Richtige für Ihnen. Aber das vertragen Sie gar nicht, weil dann dran sie wieder durch. Nee. Ich brauche was zum Essen. Schauen wir mal was zum Essen. Da ist nichts zum Essen da. Also holen wir einen Fisch. Was, Sie wollen jetzt fischen gehen? Ja, sicher. Ja, mit dem Kescher oder wie? Ja. Man, normalerweise benutzt man da einen Angel, oder? Man, wir hängen eh so viel. Man. Und Sie wollen das mit dem Kescher erledigen, sind Sie da oder? Ich bin super da der Einwohner oder was? Ein Kescher geht immer leicht und dann grün. Na dann, da bin ich jetzt aber gespannt, jetzt illegal. Ich hoffe, dass uns da keiner erwischt, gell? Was sie da vorhaben. Sie gehen da zu einer wildfremden Hütte, die was nicht einmal innen gehört. Wird das da heute noch was mit Ihnen fischt, oder? Weil, sind Sie geschwärzt, also werden Sie verhungern, da werden Sie gar nicht so festlich haben. Ja, jetzt hol ich meinen Grill einmal raus. Das du, Sie wollen jetzt grün, Sie haben nicht einmal Fisch. Das ist wurscht. Ah, das ist wurscht. Ja, schauen Sie vorher, dass Sie den Feuer zusammenbringen, und dann ja, schauen wir weiter, oder wie? Richtig. Haben Sie da einen Griller gesehen? Ja, drinnen. Ah, eh. Ah ja, da steht ja einer. Dann sind sie jetzt da raus. Und was ist, wenn da jetzt wer kommt, der was da jetzt ihr Fest mal unterbricht? Was tun sie dann? Der kann mitgrün. Ach so, das glaube ich nicht, dass der mit ihnen da mit grün tut. Das wird wahrscheinlich sein Hittensee und sie sind da illegal einbrochen, wie immer. Sie machen ja alles illegal. Das sind wir ja schon gewohnt. Sie schlafen illegal im Wald, sie brechen illegal bei einer Hütte, da wollen sie fischen, mit einem Kescher. Wie wird das jetzt dann mit dem Pferd? Wird das heute was? Weiß ich nicht, ne? Nee. Aber. Ich muss ja nur Kohle suchen. Kohle! Hey, Illegale, wenn Sie da reinrennen im Wald, was fällt denn da? Holz! Holz! Ja, kann ich holen! Ich glaube, das mit dem Feuer wird auch nichts. Ich hab's da nie gemacht. Dann wird es eh mal Zeit, dass sie es zusammenbringen, weil sonst werden sie verhungern, mein Freund. Außer sie holen es aus bis zu einer Sonnenwendenfeier, dann können sie sich wieder unter das Volk mischen. Ja, das kann echt gut tun. Und was tun sie dort so? Was ist der Plan? Ja, essen, saufen und wieder davon rennen. Davon rennen? Ja, wollen Sie sich vielleicht einmal heute auch nicht aufreißen oder so? Nein.
Was soll ich denn herzuhören? Ich hab nur meinen Wald. Ja, das geile Platzl da beim Wasser, das war echt cool. Ja. Da fährt da auf, das stellt sich hier jede Alte. Ja, genau. Und sagen, ja, sie haben eine fette Villa und dann kommen sie da hin. Und zeige ich den kleinen Baum da, wo es drunter gelegen sind. Und dann sind sie enttäuscht. Wie immer. Ja, Herr Illegal, wie schaut's aus? Wo kommen wir jetzt hin her? Ja, ich schau da nicht. Illegal, was ist das? Wer ist das da? Scheiße! Ist das der Besitzer oder was? Ich renn davon! Was? Du kannst nicht einfach da wegrennen, sie können mich nicht einfach alleine lassen, weil sie sind ein Idiot. Um Gottes Willen, wir sind. Was sind da, hä? Was ist denn los? Ja, wir sind sie überhaupt? Ich bin der Bürgermeister, der Sepp! Also, sie sind der Bürgermeister Sepp, ja, ich hab mir gedacht, die Hütten gehört den Illegalen, man. Der hat gesagt, wir können da jetzt da grün und fischen und so. Und sehen Sie, man, wir haben jetzt einen Grill ausgepackt, Queen hat er keinen gefunden, er liegt jetzt da drüben, er gestolpert ist und. Da deppert er aber, was? Ja, das sind Sie der Besitzer? Ja, sicher, ist mehr hinten. Ja, was sind Sie jetzt so? Bei dir noch die Fresse nicht deppert. Ja, da, Sie kennen den, der. Herr Bürgermeister Sepp, das ist aber kein gutes Image, denke ich, für Sie. Sie werden dann nicht mehr gewählt, wenn das wer siegt. Den Arsch, so ein Sass angeht da. Um Gottes Willen! Der Mann wird alles auf! Du Scheißhund, die tust du nicht mehr! Ja, verstaubt! Um Gottes Willen, Herr Illegal, ich hab's Ihnen ja gesagt, machen Sie doch nicht immer so einen Blödsinn. Warum sagen Sie, dass das hier hinten ist? Jetzt ist der Bürgermeister auch noch da. Jetzt haben wir's. Was tun wir jetzt, Herr Bürgermeister Sepp? Man, Sie können den nicht jetzt anbringen da, Mann. Der Mann, der ist ein Jahr im Wald gelegen. Der ist komplett fertig. Das ist mir wurscht, der hat sich jetzt steigen lassen und nicht mehr blicken lassen, dass der alle hat, Alter. Steigen du da an, schau, dass der Bär kommt da oben. Hey, Legal, ich suche dich da nicht wieder, gell? Ja, Herr Bürgermeister Sepp, ja, heute ist wieder so Sonnenwendenfeier, habe ich gehört, wie vor einem Jahr. Und ja. Sie waren ja da auch und was ich da so gesehen habe, waren sie da bewusstlos und sie waren ziemlich schnell fertig mit der Sache. Ja, ein bisschen viel zu Schnaps getrunken und Bier. Und das war eine gute Kombination da. Und den Havra, den habe ich jetzt gesehen, den Havra. Auf einmal ist er zugekommen, hinter dem Traktor dafür gekommen und anzuhoffen mit Stangen oder mit der Bierflasche in der Hand oder glaubt, die kann sich bei uns dazusetzen, oder? So sicher nicht. Ja, das haben sie nur mitgekriegt, sie waren ja komplett fertig. Das letzte, was ich von ihnen gesehen habe, das war, wie sie vom Bangel runtergefallen sind. Ja, das war also ziemlich zum Schluss. War das ein kleiner Ausrutscher? Ja. Aber also sowas kommt vor, als Bürgermeister Sepp. Sicherheit nicht mehr, dass so abbrennt. Okay, ja, ich hab gesehen, da in deinem Becken da, oder was das sein soll, Waschbecken, da ist ein Bier drin, können wir das vielleicht trinken? Ja, das ist eine gute Idee, jetzt trinken wir jetzt ein Bier, das ist eine ganz gute. Ja, weil ich werde mich da nämlich heute abblicken lassen, wieder beim Sonnenwendenfeier, weil da ist es so lustig, da geht es über den Trant und drüber und ich hoffe, dass der Munzenbacher heute auch da ist. Der ist sicher da, der Munzenbacher, 100%. Aber das werden wir sehen. Den habe ich echt gesehen. Was ist der Radler? Was? Ja, ich nehme so einen Radler. Dankeschön, dankeschön. Ja, machen wir auf. Hört, Prost. Warte mal. Prost. Herr Bürgermeister Sepp, es wird heute sicher lustig noch, gell? Ja, 100%. So, jetzt habe ich den Illegalen überall gesucht. Die haben wieder mal nicht gefunden, wie immer. Er ist einfach nicht zum Feind, der Typ. Aber ich bin schon ziemlich nah beim Sonnenwendenfeuer. Von mir steht schon der Haufen, oder? Und da vorne zum Beispiel sind schon zwei Typen, die da irgendwas aufbauen. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, was ist da los? Da steht einer beim Haufen vorbei. Fragen wir gleich mal, was da los ist. Das ist ja der Bürgermeister Sepp. Ja, grüß dich einer! Herr Bürgermeister Sepp, was taten Sie da? Ja, wir haben da jetzt die Puppen da platziert, wenn die wieder auf Nacht anzünden. Aha. Das ist ein Zeichen für die Illegale, die haben da nichts zum Suchen, oder? Weil die werden da verbrennt, oder? Ach so, jetzt stellen Sie sich vor der Illegale Tacht auf, was machen Sie da? Dann haben wir ins Feuer noch einen. Ins Feuer, genauso ja, wie die Puppen, oder? Ja, genau. Das ist ja keine Puppen mehr, das ist eine Hälfte von der Puppen. Was haben Sie mit der da? Haben Sie viel Gewalt gefallen, oder was? Nein, ich habe mir vorgestellt, das ist der Illegale. Ach so, haben Sie da Aggressionen von vorher gehabt? Ja, sicher. Bei der Hinten da. Das ist ein Frecher gewesen, was der da aufgeführt hat. Okay, ist klar, alles klar, alles klar. Wie lange wird das ungefähr dauern, bis da das Feuer mal anzünden wird? Wissen Sie da was? Es wird so gehen, 8 oder 9 Uhr sein. Dann werden wir noch ein bisschen anzünden. Aha. Und dann, schauen Sie her einmal,
unser perfektes Zelt, was wir da gemacht haben, unser Partyzelt. Ah, das Zelt steht schon, wunderbar. Ja. Ich hab zuerst gesehen, wie ich hergegangen bin, dass da ein Zelt aufbauen, aber ich nicht genau gesehen, wie das war. Ja, wir waren der Zweite da, oder? Das war der Feuerwehrchor. Der Feuerwehrchor? Ja. Das ist ein guter Spezi von Ihnen. Perfekter Spezi, der Hund. Der schaut, dass der Pferde rausbricht, irgendwie aus. Ach so, ist der, Sicherheitsmann. Falls da irgendwo schief gegangen bei der Haufen, ja, oder? Man, genau. Das braucht man, das muss man haben, absichern. Okay, und der Mann da, der, was die andere Hälfte von der Puppe hält, was ist das? Das ist der Hüftschacke. Das ist der Hüftschacke? Ja. Braucht man auch, alleine. Ja, alleine geht eh nichts. Man braucht über eine rechte Hand, gell? Ja, geht der auf Scheiße als Lamid oder was? Rennen Sie jetzt da ganz auf! Ja, nicht, dass Sie da runterfallen, Herr Bürgermeister Sepp! Ja, verletzte Frau schon, oh, halt, dass der verliert das halbe Stroh, um Gottes Willen! Hey, was haben, was haben denn Sie für einen Helfer? Das ist doch eine Frechheit! Nein, da ist ein bisschen ein Helfer gehabt! Ich glaube, Sie müssen den einmal austauschen! Da rennt irgendwas schief! Wie viel zahlen Sie denn? Kriegt ihr, habt ihr Geld für das? Nein, gar nichts kriegt er! Nettig, was er kriegt! Was der Bringer? Eine Unterkunft vielleicht. Eine Unterkunft? Ja. Der Illegale, der, den da verprügelt haben, der kommt, der braucht da eine Unterkunft. Aber wissen Sie das eh? Der braucht eine Unterkunft, der soll sich mal waschen, der ansteckt ja voll. Ja, der ist ja kein Wunder, Mann, der hat ein Jahr im Wald gelebt. Vor einem Jahr bei der Sonnenwendfeier ist er ja der Fahnen gerannt. Und heute habe ich ihn zufälligerweise im Wald getroffen, Mann, da ist er irgendwo beim Wasser gelegen. Komplett fertig. Ich wollte, dass ich überlebt habe. Ja, das hat mich auch gewundert. Das hat da ja so einen kleinen Baum gelegen und der hat ziemlich fertig ausgeschaut. Ich weiß nicht, was er da hat. Stattdessen, dass er sich mal am Weg gemacht hätte, dass er sich da irgendwie eine Unterkunft sucht. Aber naja, damals hat er ja gesagt, dass er sich eine Höhle baut und so. Ja, das habe ich eh gesehen, wie das ausgeschaut hat. Das war ja, das war keine Höhle, das war ein Zustand, was er da gehabt hat. Das war eine Frechheit, oder? Das war kein Schutz. Naja, das Feuer wird dann eher mal spätabend anzünden. Ja, dann müssen wir mal anschauen, wann es kommt. Okay, ja, passt eh. Jetzt wird sicher eine große Fete. Wo haben Sie irgendwo mal einen Manzenbacher gesehen? Weil den habe ich noch immer, ja, nirgends der wird gesehen. Am Abend dann kommen. Also. Der ist da sicher dann dabei, wenn wir es anzünden. Okay, lass das in die Ecke. Okay, na, passt eh. Ja, okay, dann passt. Dann schaue ich weiter. Ich werde mir da noch ein wenig umschauen und werde warten. Vielleicht kommen noch andere Leute und so. Vielleicht erwische ich den Manzenbacher noch. Vierte Sepp, ja, bis später. Gut. So, ja. Danach, da, wie ich wieder mit dem Bürgermeister Sepp geredet habe, da, ja, habe ich mir gedacht, ich besorge noch was für das Festl. Jetzt fahren wir da mal zu einem Geschäft. Ich komme überhaupt nicht raus, wo wir sind, aber wir sind da gerade irgendwo in der Pampe, aber ist ja wurscht. Vielleicht fahren wir zufälligerweise in Illegalen. Und, das gibt es ja gar nicht, schau dir an, das gibt es doch gar nicht. Die Drecksau, die halte ich jetzt an. Da, warte. Da habe ich mir ein neues Auto gekauft und das ist ein Wahnsinn, ich komme überhaupt nicht raus. Das Fenster da alle. Hey, Legaler, ich bin's! Was tust du da schon wieder? Was tust du da? Unglaublich! Jetzt, was rennst du über davon? Ich hab das gesagt, du sollst da bleiben, aber nein, du rennst über davon. Immer muss ich das suchen. Jetzt fängt bald das Fest an und du bist schon wieder irgendwo im Wald. Ja, ist halt mein. Soll ich mitnehmen? Ja, wenn du willst, wenn ich darf. Ja, sitzt einer, aber ich sag dir gleich eins, gell, der Bürgermeister Sepp, der ist auch dort. Mit seinen Gehilfen und der Feuerwehrchor. Kennst du den? Ja. Hast mit denen keine Probleme, weil sonst weißt du, was da los ist. Ja, sitzt einer. Am Mutzenbacher taucht auch wieder auf, gell, sag das gleich. Ja, das ist eh wurscht, ja. Weißt du, dann sitzt einer. Okay. Dankeschön, dass du mich mitnimmst. So, ich hab ein neues Auto, weißt du. Ja, denke ich mir. Siehst du das eh? Ja. Ich hab so viel Knöpfe. Unglaublich. Touchscreen. So was hab ich noch nie gehabt. Schauen wir mal, dass wir da rauskommen, ohne dass wir irgendeinen Baum mitnehmen. Geht das da? So, fahren wir da runter. Nee, eigentlich hätte ich eigentlich hier da aufgefangen können, oder? Also wurscht. Fahren wir wieder so. Naja, ich wollte eigentlich gerade ins Geschäft fahren. Illegaler. Ein Geld wirst du sowieso ganz haben wahrscheinlich. Nein. Nicht? Hast du kein Holz zahlen? Was? Vielleicht soll ich dir am Strich schicken, vielleicht fängst du was. Na egal, Scherz auf die Zeit. Passt. Tjo, jetzt bin ich gerade ausgestiegen aus dem Auto. Und wer ist wieder nicht da? Der Illegale. Jetzt müssen wir wieder mal suchen. Jetzt sind wir wieder hinten, oder? Da unten wird das Feuer gemacht. Und. Ja, jetzt schauen wir mal, was da für Leute haben. Da kommt schon der Erste. Wer bist denn du?
Raffe. Der Raffe, aha. Was machst du da? Bist du heute auch bei der Feier oder was? Ja. Hä? Ja. Ei. Sind da noch andere Leute oder nur ist zwei? Kann auch noch mehr Leute. Wo? Da drin. Da drin? Ja. Ja, aber da hinten auch irgendwelche Stämme. Ja, da hinten. Sind da hinten auch? Ja. Ei. Dann schauen wir uns das einmal an. Da ist eh nicht viel mehr drin. Ah, da sitzen sie. Hey, habt ihr den Illegalen gesehen? Hallo! Ich bin illegal. Ja, einen Illegalen. Ich hab den zuerst mit dem Auto mitgenommen und jetzt ist er nicht mehr da, Mann. Ich weiß es nicht. Ding, Andi. Monzenbacher. Nein, nicht den Monzenbacher, den anderen, den, was ich da im Wald gefunden hab. Nein, das weiß ich nicht. Vielleicht nicht gut ist, das ist der da drüben. Der, was da liegt. Ja, das ist der Ferl. Hey, Ferl, wie geht's? Schaut schon hin. Ja, du schaust aber fertig aus, du seid kackelt, oder was? Ein wenig mir da, wo es geht schon. Wunderbar. Sophia, du hast gesagt, du hast den Illegalen nicht gesehen. Wo ist der hingekommen? Ich habe zuerst mein Auto mitgenommen, er ist ausgestiegen und ist davon gerannt. Du meinst, hast du nicht gesehen, ist er nicht davon vorbeigekommen. Ich glaube, der ist schon hinter der Grenze. Der ist schon hinter der Grenze? Wo ist denn da eine Grenze? Meinst du den Wald da hinten, oder was? Na, recht weit ist er weg. Der Tscheche, das darf man noch fühlen. Ja. Der Illegale. Aber da kann man da gar nicht an. Nein. Ja, werde ich mal schauen. Werde ich mal schauen, wo er einmal angrebst. Der Bur, der. Gibt's nicht. Jetzt bin ich schon überall mal angerannt und der Sack ist nirgends zum Finden. Gibt's doch nicht. Was? Hey, Illegale, was tun Sie da? Jetzt hab ich. Das hab ich gefunden, verdammt nochmal! Was haben denn Sie da vor? Ja, Autostöhner. Was, Autostöhner? Wo fahren Sie jetzt schon wieder hin? Ja. Wir sind jetzt gerade gekommen. Sie sind einfach immer weg, das gibt's doch nicht. Wo fahren Sie hin? Nehmen Sie mich wenigstens mit. Was haben Sie vor? Ja, das machen wir dann unterm Fahren, okay. Okay. Oh Gott, das will ich nicht. Ich sehe da Bürgermeister dran mit Bürgermeister Sepp. Ach du Scheiße. Da los, hey! Da war schon mal dran, Leck! Was soll denn da? Jetzt hab ich das gerade wieder ausgeschüttet. Jawohl. Hey, ja, Bürgermeister Sepp! Was soll der Scheiß, hä? Wollt ihr das Auto jetzt auch noch kriegen, oder? Jetzt kommen wir wieder mal runter, da, weil. Was denn, Sie habt wieder da? Ja, wir fahren da schnell mal runter und holen da was. Für das Festl. Er ist ein engagierter Mann, oder? Er ist zwar der Illegale, aber er will sich ein wenig beteiligen an der ganzen Sache und vielleicht haben sie eine Einsicht, oder was der. Nur für das eine Mal. Sie können nicht mitfahren, dass er das Auto wieder zurückbringt, weil bei ihm ist man ja nicht sicher, dass er es nicht wieder zurückbringt, weil. Ja, okay. Sie fahren einfach mit. Fahren wir an. Griller holen, oder? Wir einen Griller müssen holen für das Festl, wissen Sie. Ja, gerade da hat einen Haken dran, oder? Was da? Wenn du steppert wirst, haben wir jetzt Feine, gell? So schaut's aus. Ja! Ja, das ist einer, fahren wir, komm! So, der Illegale, das Auto besorgt sich aber nicht mehr gut an. Da leuchten da schon wieder Sachen auf, das ist ein Wahnsinn. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Immer. Ja, haben Sie den auch dabei? Und ja. Der Bürgermeister Sepp. Saft Bier, eh klar. Ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja. Wo ist denn der Griller überhaupt? Der Fisch. Sepp, wo ist der? Jetzt fährst du mal gerade alle und dann da unten bei der Kurve rechts einmal. Der ist da unten, wo du eh schon warst. Bei der Hütte da. Ach so, ja. Also ich hab gehört, dass das Auto keine Bremsen hat. Stimmt das? Ja. Sepp, ist das eine Schrottkiste? Ja, das ist es, wo er Schrottkiste. Auf Gottes Willen, auf Gottes Willen, jetzt geht's runter. Ich weiß nicht, die hätten fahren lassen, den hätten sie noch weggebracht. Das ist ja Zustand, das Spiel von Alter. Hey, Liga, hab ich noch genug Spruch? Nicht, dass wir dann nicht mehr raufkommen, oder? In der Wildnis, wir fahren da jetzt in den Wald rein, das ist ja Wahnsinn. Schauen Sie denn so, das gibt's doch nicht. Das ist doch kein Weg mehr, das ist keine Straße, das ist eine Frechheit! Ich glaube, wir haben jetzt den Ausblick verloren. Der ist jetzt weg, der ist da irgendwo hin. Da sind wir wieder. Schau ja, der Illegale. Da sind wir wieder mit der Rechten. Wo es verprügelt worden sind, das, was anscheinend ihr Häsel ist, was nicht so war. Weiter. Bürgermeister Sepp ist dazwischen gekommen.
sie Erbschleicher, sie. So, jetzt sind wir da, jetzt schauen wir sich das an mit dem Griller. Ja, 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 illegaler Mann, der Bürgermeister Sepp ist bedient mit Bier und wie schaut es mit uns aus? Wo sind unsere Radler? Ei, verloren. Verloren. Sie ja, sind entzückt, das gibt's doch gar nicht. Jetzt sind wir da in der Wildnis, nichts zum Drängen. Und du sagst, das haben wir verloren. Was ist das? Was ist denn das? Haben sie da jetzt ihre Feder? Haben wir überhaupt eine Feder rein? Das gibt's ja nicht, fährst du nur mit den Stoßdämpfern. Drum fuppt das umeinander. Am Gott, also schauen Sie sich das an. Da, weg, kein Auspuff mehr. Ah, Wahnsinn, wie kommen wir heim? So, schauen wir mal. Wo ist der Griller? Du kennst die aus bei den Hitten. Hat die ausgekrampft, was du ist? Hätte ich Grill raus und glaubt, das ist ein Hitler, so wie so aus, ich weiß es nicht. Nein. Aber Gott, dass ich nicht da duster da unten. Ja, da hat ganz, schon ganz andere Sachen da im Wald gemacht, gell? Herr Illegaler, was ich so vom Jäger gehört habe, haben sie da so Rehe missbraucht und so, Mann. Das können sie doch nicht machen. Mann, das glaube ich schon, dass sie irgendwelche sexuellen Bedürfnisse haben, aber dass sie auf Reh losgehen, das ist ja eine Frechheit. Die gehen lieber auf Kaninchen. Das Reh hat voll arg ausgeschaut, hat er gesagt, der Jäger, das wird er sich gar nicht genau anschauen, Mann. Was ist das? So, da ist jetzt sind wir wieder, ja, jetzt sind wir wieder beim Griller. Genau. Mein Griller. Sie wollten da grün ohne Kohlen. Und einen Fisch fangen ohne Angel. So. Sepp, mach du das. Jetzt kannst du mal testen, wie er sich so anstellt, ihr neuer Gehilfe. Weil der andere Gehilfe da, der namenlose Gehilfe da, der hat die Puppen zerfetzt und... Jetzt wirst du den Griller vergewaltigen, was? Jetzt pumpst du eh schon drin, redet an und gerade jetzt pumpst du den Griller, ja, was? Ja, jetzt geht's auch bald. Ja. Mit dem ist ja nicht mehr zum Anfang heutzutage. Was soll ich machen? Ich würde vier Löcher probieren. Ja. So ist zwei da. Bringt den Griller zum Auto, los, hopp, 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 hopp. Wir wollen heute noch fertig werden. Ist der schwer. Haben wir jetzt da nichts? Nix! Leider! Ich sag dir, auf den ist kein Verlass. Träger vergisst er. Ja. Seine Hut lässt er rein. Woher hat der Illegale eigentlich gewusst, dass der Schlüssel dahinter versteckt ist, Herr Bürgermeister Sepp? Das ist sehr verdächtig. Ich glaube, da war schon öfter da unten. Der Bub. Ja, hey, Probleme. Illegal, warst du schon öfter da unten, oder was? Dass du nichts weißt. Wo warst du, ob der Schlüssel da hinten versteckt? Du, erklär mir das jetzt einmal, wie das jetzt mit Schlüssel war. Wie bist, hast du jetzt gewusst, dass ich noch einen Schlüssel versteckt da hinten habe? Ja, ich hab's zufällig gesehen. Ja, weil ich gerade meinen Kanickeldraht umeinander hab. Und da hab ich umgeschaut. Da hast du den Schlüssel von dort mitgenommen. Hintere da halt. Na warte, wie war das jetzt? Ja, sehr illegal. Sie wollen uns jetzt erklären, sie sind da drüben. Genau da drüben. Ja. Im Wald gestanden. Ja. Und haben ihre sexuellen Bedürfnisse beglückt. Da mit einem Hosen oder was? Also mit einem Hosen. Ja. Hör doch jetzt richtig. Ja. Also wenn das der Jäger erfährt, der bringt dir dann sofort auf der Stelle um. Das ist Tierquälerei. Ja, es ist halt anders, glaub ich nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Sie haben sich da halt mit den Hosen beglückt und haben dann zufälligerweise so nebenbei, wie es gerade den Hosen da gelegt haben, haben sie das beobachtet, wie der Herr Bürgermeister Sepp den Schlüssel da genommen hat, oder wie? Ja. Genau so war das. Richtig. Das will ich mir nicht einmal vorstellen, wie das war. Das ist ja Wahnsinn sowas. Ich glaube, ich muss das in den Jäger melden, dass da ein Wühler unterwegs also, ist. Was wenn der Herr Bürgermeister das in den Jäger meldet, dann ist es aber vorbei, wenn ich nicht. Geh halt zum anderen Wald. Ich muss im Wald. Ja, es sind so viele Wälder. Was hilft dir auch daran? Da gibt so viele Knickeln. Ja. Wisst ihr was, vergessen wir das. Machen wir da weiter. Mit dem Grünlein, oder? Weil sonst... Kriege ich Albträume noch. Ja, ich gehe weiter. So, jetzt schauen wir mal, dass wir wieder zurückkommen, weil sonst warten die Leute auf uns. Wir sind zu spät. Gut, Sepp, sonst... Wir haben ja heute keine Feier mehr machen, gell?
Du musst länger stehen, sicher. Ist der Feier? Ja, das. Das ist. Halt das da oder irgendwie, oder? Fahren wir so. Ja, sicher, dass du länger stehen. Ja, liegen rein. Wenn man hier liegt, dann kriegst du keine Flieger. Ja, sonst schaut da hinten was raus. Wurscht. Ab Gott, das wird. Ja, das schaut man schon besser. Dann kann ich das noch halbwegs zumachen. So, wer ist da für die Sicherheit zuständig? Ja, illegal, also können wir das so lassen? Ja. Wir haben wieder Strecken hinter uns noch, gell? Was ist das? Immer was dabei. Schau doch mal, der Mann denkt mit. Ich meine, den Auspuff haben wir sowieso schon verloren. Sehr wurscht. Sehr wurscht. Ist alles gleich hinten. Ich hoffe, dass wir den Gründer nicht verlieren, weil sonst gibt es halt nichts zum Fressen. Na gut. Oh Gott, das will. Es holt überhaupt. Alles leicht auf. Jetzt verlieren wir gleich den Motor auch noch. Egal, ich lasse es. Bremsen haben wir keine, gell? Ja, bremsen. Buch mal so sehen. Holen Sie den Griller gescheit, weil sonst haben wir mehr einen gehabt. Das ist unser einziger Griller. Und den haben, da gibt es keine Grillerei. Ja! Und deine Hunde aus. Und wer ist dann schuld? Illegale! Der Illegale, wieder mal! Eieieiei! Es liegt an, alles an Ihnen! Alles schafft man! Die ganze Menschheit liegt an deiner Hand! Ich weiß, leider! Was ist da los? Das ist ja Witz! Jetzt auf doch, da kommt man am Deckel, da fliegt er weg! Jetzt schau dir mal, dass wir auf den Berg kommen! Oh Gott, das will ich auch wieder aus meinem Berg kriegen, Mann! Au, ey! Ach, das ist ein Witz! Der Frecher, du bist vorerst der Fall! Vorteile! Wir verlieren die Achsen vom Grüller! Weg gleich zu Dings, oder? Ja, ja, zu da hinten. Jetzt ist der Sprudel gar! Illegal, jetzt bekomme ich nicht wieder warm. Der Sprudel ist gar! Verdammt! Das haben sie es geschafft. Haben wir eh noch irgendwas? Irgendein Kanister oder so? Nein. Nix? Nein. Können wir zu Fuß gehen. Herr Bürgermeister Sepp, wo sind eigentlich Ihre anderen Gehöfen, die was da, oder die namenlosen Gehöfen da? Alles kann man sich selber machen. Wenn ich uns spät kommen, die Orte, ich weiß nicht. Aber die habe ich jetzt nicht einen gehabt. Der Illegale, der ist wirklich zum Thema. Da sind sie die zwei. Ich weiß nicht, wo war sie ist. Ja. Habt ihr dich verfahren, oder was? Ja, sicher. Das kann nicht sein. Wir haben 6 Uhr. Da bin ich überhaupt kein Verlass, nein wirklich. Nein, das Opfer war am Dezent, dass da sein und dann kommt kein Schwein. So wie war er da, der Illegale. Ich hab den Verlass, der hat mir geholfen eingetragen. Ja. Weil der nicht kommt, dann hätte ich uns ein Eingang. Ja, Bürgermeister Sepp, jetzt kommen sie wieder runter. Kriegen sie halt ein Bier weniger heute, gell? Ja. Ah, du wirst heute einmal ohne Bier auskommen, ist zwar. Ja, okay, so, jetzt treffen wir sie dann oben wieder, oder? Ja. Oben, ja. Treffpunkt oben da wieder. Das besprechen wir dann. Ja, passt. Da, vierte. Tschüss. Illegaler, was sind wir denn da jetzt? Jetzt sind wir noch mit dem Traktor runtergefahren, dass wir da Bänger besuchen, Herr Bürgermeister, und jetzt. Ja, wir haben gerade den Nachbarn unten. Sissi! Haben Sie unser Bierbank? Biertisch, die brauchen wir ja. Gerne durch. Sissi. Dass wir eine gescheite Fette machen können. Aber wie es jetzt ausschaut, sind das mal getan. Diesmal ist ja Gehilfe auch dabei, so wie es sieht, gell? Ja, das hat das. Der namenlose Gehilfe mit dem Illegalen. Ja, hoffe ich auch. Jetzt warten wir, bis wir den Schlüssel gehen, gell? Richtig. Lassen wir da ähnlich her.
Aber der Illegale kommt das natürlich anders da lösen, gell? Das will ich nicht. Der gehört durchs Fenster. Du schaust aus. Ach so. Da haben sie ja schon Übung, gell? Das ist kein Problem für dich. Da weiß ich, ist schon überall reingebrochen. So genau wollen wir das jetzt gar nicht wissen, was da gerade ist. Es hat mir schon gereicht mit dem Erlebnis da mit den Schichteln da unten da, aber das würde jetzt nicht genau eingehen, weil, wie gesagt, da kriege ich Albträume. Meine Häse, meine Hasen. Naja, warten wir dann noch. So, Herr Bürgermeister, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Bänge auch aufgetrieben. Jetzt kann nichts mehr schief gehen, oder? Ja, auf da, das ist alles, wie es passt. Kannst du mir kurz auf die Zeppen gehen? Ja, dann reißt alles nieder. Der namenlose Gehilfe. Das ist ein Anreißer. Vorher reißt er die Puppen, jetzt reißt er den Tisch. Da liegt Puppen um. Da hört der Herr Bürgermeister, das geht nicht. Das ist ja ein Sicherheitsproblem da. Oder? Das Stangerl da. Oder? Stell dir vor, da steckt einer 100. Das geht gar nicht. Das gehört da um wenig gesteckt. Bin zu klein! Ja, das ist ein wenig schmusen. Hey! Sie schwuchteln, oder? Drehen Sie sich alle zwei, das sagt ihr. Es reicht nicht aus, dass der Wald dran glauben muss, gell? Ja, Illegaler, nicht der Bürgermeister auch noch. Ja, nicht alles, was er los hat, oder was? Applaus! Schau dir die Puppen schon so aus, so extrem. Ich weiß nicht, irgendwie ist das faul gewesen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass so einer früher schon da war. Hat die Puppen bearbeitet. Naja. Vielleicht hab ich über das Hosen was übersehen. Versehen. Was machst du? Was? Ja. Wie war das jetzt? Ey, hast du was getroffen oder was? Was glaubst du, das ist ein Kanickel oder was? Ja. Hast du denn gerammelt oder was? Ja. Du hast was an die Augen. Geh lieber mal zu einem Doktor. Geh! So, was jetzt schauen wir, dass wir da weiter dann. Was wüssten wir uns ein Jahr in Dings? Im Wald. Das Rehen haben sie auch im Wald mitgeklemmt. Ja, da, der Feuerwehrkarl. Was tut er da jetzt? Was wird da gemacht, Karl? Wird du da jetzt ein Auto einfach zu legen oder was? Nee, jetzt haben wir da einen Airbag aus. Ein Airbag beim Maus? Das ist ja ein Neujäger! Der Karl! Ein Luftballon, Auto im Luftballon! Da haben wir ja Sicherheitsmängel dann, was du da einfach in Airbag ausbaust. Das ist ja wurscht. Ah, das ist wurscht! Was tun wir dann? Bomm machen! Bin ich gespannt, Karl. Papa, wo ist der Airbag drin? Haben wir schon. Da ist der Luftballon drin. Den machen wir noch ein paar Klopfen mit Chat. Was ist jetzt wurscht? Karl! Feuerwehrkarl, nicht dass du jetzt in die Luft gehst mit ihr weg, gell? Nicht dass ich jetzt schon ausfahre. Ich bin der Karl! Nein, du bist nicht der Karl. Das ist er da. Mit der Brandblase am Schädel. Der Karl! Der Feuerwehrkarl! Da hat wegen dem Auspuff zu ihm gestimmt. Der Feuerwehrkarl! Jetzt wird's ernst! Ja, unser Festl, es rennt schon langsam. Ah, meine Finger! Die haben jetzt schon wieder, ist ja wurscht. Mein Kollege hilft mir da drauf. Aber nur das Problem ist, irgendwie gehen uns da eine Illegale ab. Weißt du, wollen der uns schon wieder? Ja, der zweite Höfner, das ist unglaublich. Der ist immer weg. Zuerst war er nur da, dann ist er weg. Das gibt's gar nicht. Dann ist einfach abgepasst, der hat verdammte. Immer wenn man braucht, ist er nicht da. Gerade was essen da, fast anbrennt. Da, da brennt schon. Was sauft der denn irgendwo schon wieder? Ja, warte. Ich suche einfach einmal einen Illegalen. Schauen und dann Sie schauen mal, wir. Wo ist der Hund? Es kann nicht sein, dass der schon bewegt wird. You're the first face that I see. And the last thing I think about.
Illegale ist wieder mal nicht da. Wie immer halt. Schauen wir mal. Wie ist denn der? Was ist denn das? Was ist mit dir illegal? Wir haben dich gesucht. Der Bürgermeister selbst sucht dich schon die ganze Zeit. Was ist dein Problem? Was hast du da? Kanickel. Nein, aber nicht schon wieder. Hast du da jetzt eiskalt an Hosen wieder zerlegt? Ja. Und stell hinten das Auto. Ich will es gar nicht genau wissen. Jedenfalls muss ich dich mal dort blicken lassen beim Bürgermeister Sepp, weil sonst dreht er durch. Ja, mach ich. Nee, jetzt geht's dann los mit dem Feuer. Vorher darf man noch essen, er hat voll viel Grün und. Oh ja! Yeah. Wir gehen gleich hin zu ihm, okay? Ja, passt. Ja, marschier. Wo warst du? Da fahren wir ein bisschen Nickel finden, was? Da mehr, da muss man einen Abgang. Ein Bier ist ein Abgang. Ja, ich bin gesoffen. Kein Nickel. Die Hütte und auch noch. Sehr illegaler. Was sind Sie da jetzt eigentlich? Warten. Wissen Sie dem Bürgermeister Sepp gar nicht helfen oder was? Hilft der Kleine. Was? Das gibt es ja gar nicht, dass der Bürgermeister selbst selber grün muss, obwohl er drei Gehüben hat. Drei Gehüben? Sie verstecken sich hinterm Auto und es braucht da ein Händel oder ein Hosen. Was hat er da? Hosen oder vergewaltigt? Wer hat das gemacht? Ist ja. Genickelt, du. Du kommst. Ja, er hat es hinterm Auto versteckt, aber der Jäger darf es nicht erfahren, gell? Herr Bürgermeister, gell? Nicht, dass Sie es weiter verzögern. Ja. Sonst haben wir wieder einen Arsch offen da mit Erden da, mit den Illegalen. Wir wollen ja mal schauen, dass einmal eine Unterkunft oder eine richtige Unterkunft nicht unter dem Baum schlafen müssen. Ja, Kanickel. Bau ich mal wieder Höhle mit Kanickel. Wenn man ein Jahr im Wald lebt, gell? Da muss man halt improvisieren, gell? Ja. Was willst du denn ein Jahr tun? Was trinken Sie da eigentlich? Ein Radler? Ja. Muss aber was lernen, dass was und dann fangen, dass du was lustig sind. Aha, und das? Ist das Ihr neue Freundin oder was? Nein! Nicht, sehr illegal, weil Sie haben zuerst da recht angegeben, dass eine weibliche Person mitgenommen haben. Und also, den nicht, das bin ich nicht! Nein! Ich hab mir gedacht, wenn du stehst so nicht mehr und. Ich warte auf Essen. Ab, okay, dann stehst du irgendwie falsch. Ja, wenn er da steht. Da! Ja, so ist das wieder vergeigt, der Illegale. Jetzt hätten Sie mal die Chance gehabt, aber nein. Sie vergeigen es immer wieder. Da gibt es ja andere. Probier es bei den anderen. Ich weiß nicht, warum will das keiner? Hey, Illegaler. Was? Da ist gerade eine neue Person dazugekommen gewesen. Das kennen Sie mir. Ja, das ist da eben Putzenberger. Ja. Wer ist das? Na, wie heißt der? Sei ich gerade nicht. Ja, gehen wir zu, reden wir nochmal an, oder? Sind Sie der neue Illegale da herein? Ja, ja. Ja. Okay. Ja, der Rost ist eigentlich. Ja, aber doch, Sie sind der Illegale. Jetzt ist da ein zweiter da, oder was? Nein, das ist der Herr Monzenbacher, der Alte. Da haben Sie gerade einen Schnaps rein. Wirklich? Raus! Ja, grüß Sie, also, namenloser Gehilfe vom Bürgermeister Sepp. Ja, was wird denn da bei den Haufen so verbrennt? Ist das alles? Eiser, Holzbretter. Alles Mögliche? Ja, genau. Ach so. Da werden da so Säcke, Kartons. Ja, was tut der da schon wieder? Was tut der da schon wieder? Herr Illegaler, was haben Sie da vor? Was haben Sie da vor? Was haben Sie da jetzt vor? Was? Sie dürfen das gar nicht. Das ist mir wurscht. Was ist da wurscht? Wie Feuer. Ja, Sie können doch nicht einfach den Haufen anzünden ohne Erlaubnis. Das muss der Bürgermeister Sepp machen. Ich habe Erlaubnis. Das gibt's doch nicht. Den haben Sie da gefragt. Weißt du, wer da steht? Da steht da eine namenlose Gehilfe und der wird das gleich verbetzen. Und dann kracht's wieder mal. Bürgermeister! Bürgermeister! Was ist denn da los? Verdammt einmal, der Hautpippen da! Was soll denn das, der Scheiß da noch? Jetzt kommt der Fahrt da noch! Jetzt komm mal da noch! Jetzt schau, dass der nicht kommt da! Halt mal da, Scheiße!
Nur Bläschen ja. Machen in der Hand. Herr Bürgermeister, was regen Sie sich denn auf? Ich wollte eigentlich nur das Feuer machen. Ist das noch nicht erlaubt oder was? Es geht noch nicht. Es ist nur ein Fenster. Oh, ist da Fenster schauen, was? Siehst du nicht schon? Nein, eigentlich nicht. Siehst du nicht schon Sterne am Himmel oder was? Nein, sehr frecher der Hund. Auf den ist überhaupt kein Verlass. Zählt er was an? Wollte was an? Ich glaube, der hat heute schon zu viel Bier gekriegt. Ich dachte, der kriegt kein Bier, der Illegale. Ja, der kriegt jetzt nichts mehr zum Trinken in der Hand. Ja, ich glaube. Und jetzt nur einmal sieg den Hund, den unterschlage ich. Ich glaube, sie müssen ein Auge auf den Typen haben, weil nicht, dass er nur einen Blödsinn macht. Also du, bleib schon auf den Hund. Ja, passt. Auf die Illegale Hand. Passt. Gehen wir zum Frühmessen. Ja, gehen wir wieder zum Fressen. Der Feuerwehrkarl, wie schaut's aus, wann wird das Feuer mal anzünden? Ja, sie haben die Hand drauf, oder? Ein Echtel warten. Ja, ja. Der Bürgermeister, Sepp und sie haben die Hand drauf. Das ist mein bester Mann. Ja. Und der zündet das Feuer an, der kann es, ja. Und nicht der Illegale, weil er muss sich nur einen anhören von den Ganzen. Ja, ja, haben sie überhaupt mitgekriegt. Der Illegale wollte das Feuer eigentlich schon anzünden, gell? Na, das können wir noch nicht machen, dann, Mann. Ja, ja, dann müssen sie ein wenig Auge aufheben, weil der macht lauter Blödsinn. Und wir haben ja, Bürgermeister haben wir dann schon Schrieb angegeben da. Und wir haben gesagt, zwischen 8 und 9 oder zwischen 8 und 10, meine ich. Angeben, dass es anbrennt wird. Ja, weil der ja, hat nämlich da schon das. Ganz andere Sachen gemacht, aber auf das will ich jetzt nicht eingehen, weil das kann man da jetzt wieder aussprechen. Aber naja. Ja, wirklich, ja, wir gebraucht einmal, gell? Zuerst trinken. Das ist super. Es trinkt und ich sitze im Kopf. Ja, du bist halt auch noch Gehübe. Ja, eh drum. Du hast einmal gesagt, du kriegst nichts. Du gehörst jetzt auch. Ja, wie schaut's aus? Schmeckt das Essen heute? Sicher. Ja. Der Kanzler ist der beste Kroller, ne? Ja, Sie meinen der Bürgermeister Sepp. Da haben wir mich noch nicht geschenkt. Der Bürgermeister Sepp, der kann's grün. Ja, genau so ist. Ich hab's schon gekonnt. Siehst du, da steht sogar der Jäger. Der Jäger. Mit Scharfschützengewehr. So wie es ausschaut, wird jetzt dann gleich ein gescheites Gewitter kommen. Jetzt wird es Zeit, dass wir den Haufen noch anzünden. Ja, das kommt dran her. So. Jetzt geht's los! Feuerwehrkarl, jetzt sind sie noch auf dem Auto, gell? Der Bürgermeister Sepp muss natürlich auch dabei sein, dass es offiziell sich jetzt nicht abbrennt, oder? Bevor das Wetter angeht. Ja, das hat sich immer noch hier. Ist das jetzt eine gute Idee, dass man das anzeigt, nicht, dass das Wetter verblasst? Jetzt hat sich das Haus. Hä? Irgendwann wird es schon. Da geht's zu. Früher war es der da geht's jetzt rund. Da wird jetzt ein Feuer entstehen. Habt ihr das vom Traktor dazu gehabt? Das ist das. Jo, das ist das da. Da hinten, der Illegale hat da hinten schon versucht, dass er ein Feuer anzahlt da. Oder? Unglaublich. Oh Gott, schaut er da. Der Wind, der jetzt voll weh. Was für ein Rasen. Das wird gleich wichsen. Nimm mir einen Reiter. Brennt der Baum da hinten nicht mit? Nein. Ja, das sehen wir da nicht. Boah, da ist so aber besser jetzt. Das wieder! Herr Illegaler! Illegaler! Herr Illegaler, da brennt's! Den und du vorher zum Auto versucht hast! Da wird's jetzt heiß! Toll! Die Puppen, die ist brennt! Boah, ja, was ist das verblasst? Oh Gott, mein Freund! Lania! Was? Mein Hut ist so angekommen! Oh Gott, mein Freund! Da hast du die Arschnummer! Unglaubliche Sache!
jetzt leider abbrechen, oder? Das Wetter fängt voll an. Wir werden jetzt das Zelt legen. So, Mann. So, ja. So wie es ausschaut, sind wir fertig für heute. Der Illegale hat wieder sein Scheiß angebracht, was er immer macht. Die Brühe weiß, dass ich vor dem Gas geben hat aber nichts geholfen. Nicht einmal der Kleine, oder? Hat was reißen können, den Illegalen, aber naja. Wir werden uns wieder in einem Jahr sehen, bei der nächsten Sonnenwende feiern.